Ich verrate euch jetzt ein Geheimnis. Wenn ich etwas an mir nicht ausstehen kann, dann ist es, wenn ich versage. Oft reicht schon ein kleines Versagen, um mich komplett niederzuschmettern. Vor 2 Jahren habe ich mir das Ziel gesetzt, täglich in der Bibel zu lesen. Ich war voller Freude auf mein Ziel und habe all meinen Freunden davon erzählt. Nach circa 8 Tagen kam eine Freundin und fragte mich, wie es mit dem Bibellesen laufe. Voll peinlich. Ich musste ihr nämlich eingestehen, dass ich gescheitert war. Ich hatte es komplett vergessen, weiter in der Bibel zu lesen. Mann, ich wäre am liebsten im Boden versunken. Letztes Jahr habe ich mir dasselbe Ziel noch einmal genommen. Ich wollte täglich in der Bibel lesen. Nur habe ich dieses Mal meinen Freunden nicht mehr davon erzählt, weil diese Peinlichkeit wollte ich mir ersparen. Und dann, nach nur 2 Wochen, lag ich abends im Bett und kurz bevor mir die Augen zufielen, kam mir in den Sinn, dass ich die Bibel vergessen habe. Ich hatte das Gefühl, die Welt um mich herum geht unter. Unser größter Ruhm ist nicht, niemals zu fallen, sondern jedes Mal wieder aufzustehen. Wer sich Ziele vornimmt, riskiert es zu scheitern. Und das ist vollkommen in Ordnung so. Die Frage ist, wie gehe ich mit dem Scheitern um? Mein Scheitern hängt oft zusammen mit den Erwartungen, die ich an mich selbst habe. Die Situation an sich lässt sich meist ziemlich schnell klären. Doch was bleibt, ist das Gefühl in unserem Herzen. Und an diesem Gefühl kann ich arbeiten, indem ich mir immer wieder zuspreche, dass ich vor Gott genüge, auch wenn ich Fehler mache und versage. Ich bin es würdig, wieder aufzustehen und einen neuen Versuch zu wagen, wenn ich gescheitert bin. Denn Gott zählt nicht die Male, in denen ich umfalle, sondern dass ich ehrlich bin und den Mut habe, wieder aufzustehen.